Ja, moin zusammen. Ja, was es damit auf sich hat und mit dem Zustand hier, darum geht es in diesem Video. Ein Scheunenfund. Alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel. Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. Oh, wie Sie sehen, sehen Sie direkt. Der Wagen hat 5 Jahre gestanden. Ist bei einem Kilometerstand von 186.000 Kilometern weggestellt worden. Warum auch immer. Fährt, bremst, lenkt ganz einwandfrei. Erste Amtshandlung, ihr kennt mich. Wir mussten den erstmal über den Feldweg ziehen. Laufen, den haben sie ab und zu mal angemacht, das ist kein Problem. Erste Amtshandlung, ich will den Motor sehen. Und den sehe ich gerade noch nicht so richtig, weil 5 Jahre Dreck da drin sitzen. Gut, danach sehen wir uns wieder. Ja, draußen ist schon dunkel. Und noch ein paar Sachen machen. Wie man sieht, der Motor ist jetzt sauber. Sieht gut aus, ne? Fand ich auch extrem erschreckend, was unter dem ganzen Dreck war. Bei so einer langen Standzeit ein bisschen Pflege gar nicht mal so schlecht. Fünf Jahre stand der Wagen. Er qualmt nicht, er raucht nicht. Ich denke, er hat es überlebt. 5 Jahre ist jetzt auch nicht so lang. Ich gehe mal davon aus, dass sie zwischendurch mal gestartet haben. Also. Es läuft extrem gut. Wie gesagt, kein Blaurauch. Könnte man erwarten, wenn er jetzt irgendwas, wenn irgendwie aus dem Motor was fest wäre oder sowas in der Richtung. Dann könnte man das erwarten, dass da irgendwas blau raucht jetzt im Anschluss, aber gar nichts. Einziger definitiver Mangel, Luftfilter komplett dicht. Maus ist da irgendwie hier vorne in die Ansaugung rein. Habe ich schon rausgeschmissen. Ja, und der läuft Akkus aktuell, läuft er nur 90. So ein bisschen den Eindruck, dass das er hier ist. Das ist der Spritfilter, Kraftstofffilter. Ja, Kunststoff- und Gummipflege, ne? Immer ja. Silikonspray nehmen. Passt immer ganz gut. Die Weichmacher gehen also verschwinden. Auch bei so einem Kühlschlauch und sowas, alles in der Richtung. Einfach mal pflegen. Also muss nicht zwingend alles kaputt gehen, was man jetzt hochnimmt. Ja, wie man richtig sieht, das ist ein Opel. Auf den ersten Blick würde man jetzt sagen, nee. Ja, der Motor ist auch nicht von Opel. Genauer gesagt ist das ein Opel. Na, welcher Opel ist das? Nein. Ein Combo. Ein Corsa B mit Kasten und Isuzu Motor.
Saugdiesel mit 60 PS. Gewalttätig, sage ich euch. Gewalttätig. Ja? Reicht. Natürlich jetzt kein Rennwagen, ne? Muss er auch nicht sein. Aber er hat hinten eine Liegefläche von 2 Meter. Das machen wir aber morgen. Ich habe jetzt keine adäquate Beleuchtung gerade hier. Morgen zeige ich den komplett. Das ist jetzt erstmal nur der Motorraum gewesen. Der hat mich wahnsinnig genervt. Ich habe nichts gesehen. Ja, ja. Wer den Kanal länger verfolgt, kennt das Problem bei mir. Ich weiß ganz gerne, was da vorne los ist. Ja, Baujahr kann ich noch nicht genau sagen. Laut den Scheiben ist es ein 2001er. Die suchen die Papiere noch. Stand 5 Jahre. Und die Papiere natürlich auch mal hierhin, mal dahin. Ne? Kennt man ja. Die suchen also noch. Also kein Problem. Ich kann ja schon mal hier anfangen. Und selbst wenn sie nicht finden sollten, besorge ich mir einen Kaufvertrag von denen. Nein, ich verrate nicht, wie viel ich dafür bezahlt habe. Wird mir eh keiner glauben. Ja. So. Also Zylinderkopfdichtung ohne Befund, auch weil er wenn er lang stand. Hält den Druck, Wasser perfekt. Öl sieht aus wie ausgekotzt. Naja, geht eigentlich für die Laufleistung. Er hat 182.000 Kilometer runter. Zahnriemen bei dem Motor alle 120.000. Ja, ist auf Minimum. Gut, der ist auch gerade noch gelaufen. Warten wir noch ein bisschen. Gucken wir einfach morgen noch mal nach. Wie gesagt, Motor ist von Isuzu. Sind eigentlich gute, ist ein guter Dieselhersteller, ne? Also nichts gegen anzuwenden. Isuzu ist gut. Schon immer gewesen. Die Motoren waren, also laut meinem Teileprogramm, sind die in Mitsubishis verbaut worden, Isuzu, na klar, ne? Gemini und wie das andere Ding heißt, weiß ich nicht mehr. Dann Opel, ne? War schon im Astra F 91 oder so, war schon Isuzu Motor drin. Später sind sie dann umgeschwenkt für Omega auf BMW und dann für die kleineren auf Fiat. Hätten sie mal nicht machen sollen, die Motoren sind besser. Ja. Gut. Dann lassen wir ihn jetzt schlafen und trocknen. Wir sehen uns morgen wieder. Und gucken uns den Rest vom Auto an. Sieht nicht gut aus. Wirklich nicht. Ja, moin. Ja, wie man sieht, das Auto hat wirklich Ewigkeiten gestanden. Nicht unbedingt wahnsinnig geschützt. Ja.
Ihr wollt gar nicht wissen, wie der riecht. So richtig schlecht. Ja. Wird hier und da ein bisschen Rostarbeit zu machen sein. Schwelle habe ich gesehen vorne so ein bisschen. Aber ansonsten sieht es hier gar nicht schlecht aus. Zuladung 510 Kilo. Light Van. Da ist sogar schon ein bisschen Filz dran. Ist aber auch sehr stabil, muss ich sagen. Dröhnt also kaum. Ja, da vorne dieses Gitter. Die Dachhaube muss runter. Die rostet. Machen die immer. Hatten wir schon immer das Problem, damals bei Opel auch. Ja. Kann man aber recht einfach behandeln. Ja, hier ist schon mal was versucht worden, aber das wird natürlich nichts. Ja, den Motor habt ihr gesehen. Wie er jetzt aussieht. Ja, so kann man zumindest daran arbeiten. Ich habe die Batterie gestern mal auf Reparatur geschaltet. Das Ladegerät kann das zum Glück. 100% von der Theorie her sollte er jetzt anspringen. Ja, Innenraum. Ganz großes Thema. Sieht aus wie, naja, einfach nur schlecht. Ja. Innenraum. Soll nicht mehr viel zu sagen, ne? ...185.680 Kilometer runter. Tja. Was auch immer das für eine Bedeutung haben soll. Ist das ein Antennenverstärker oder sowas? Naja. Mal gucken, ob er anspringt. Aufschlag. Auspuff ist durch. Irgendwo in der Mitte ist ein Loch. Ja, da gestern sauber gemacht wurde, kann das ruhig quietschen. Ja. Innenraum ist natürlich gewalttätig im Eimer. Ja, Keilriemen kann man neu, glaube ich. Sogar noch Kleingeld dabei. Nett gewesen, wenn da mal Kippen drin wären. Tja. Der Diesel ist übrigens genauso alt, auch 5 Jahre. Blödsinn da wegräumen und gleich mal gucken, ob wir das Armaturenbrett wieder irgendwie auf Stand kriegen. Sollte eigentlich nicht so das wahnsinnige Problem sein. Das hier, ja, das ist eine richtige Ablage, Gott sei Dank. So, Motor ist kerngesund, also nach meinem Dafürhalten erstmal auf den ersten Blick ist der kerngesund. Ja, wollen wir mal ein bisschen Zeug holen, damit wir das Armaturenbrett hier mal einigermaßen behandeln können. Das sieht natürlich aus wie ein Tritt, ne? Übel hier auch. Das machen wir wahrscheinlich mit dem Wasserschlauch, aber das hier wahrscheinlich eher nicht. Muss eigentlich den ganzen Innenraum fluten.
holen wir uns mal ein Mittelchen und dann sehen wir weiter. Ja, die den Beitrag, den ich gemacht habe, verdammt viele drauf gekommen. Ich beeindruckend, wirklich beeindruckend, dass so viele gedacht haben, okay, ist ein Corsa B mit Diesel. Gut, Combo ist dann das gleiche im Grün, ne? Und ja, beeindruckend. Gute Community, meine Güte. Okay, ich hole mir das Reinigungsmittel, dann sehen wir uns gleich wieder. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. So, wie man jetzt hier hervorragenderweise sieht, sagen wir, Polenturenbrett sieht aus wie bei einem Neuwagen. Kann man unbesehen so sagen. Ja. Ja, das da muss ich mir noch was einfallen lassen. Da ist irgendwas mit Sekundenkleber passiert. Aber wie gesagt, so eine Maske hier. Es gibt genug Corsa auf der Welt. Ja, das Lenkrad scheint sogar ohne Oberflächendesinfektion jetzt trotz Silikonspray. Ja, das ist der Vorteil, ne? Gegenüber, wie heißt nochmal gleich? Cockpit-Spray. Cockpit-Spray ist einfach nur, bäh. Silikonspray pflegt einfach nur. Ja. Hier nochmal so ein Vorher. So sieht die Sonnenblende aus. Ja. Wie gesagt, der Himmel sieht auch noch aus wie Sau. Also von daher, wir sind hier noch nicht am Ende. Ja. Aber das Armaturenbrett sieht schon mal wieder gut aus. Finde ich. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Im Gegensatz zu vorher. Gut. Mit dem Auto geht es auf jeden Fall weiter. So zumindest, dass die Kiste nicht weiter schimmelt. Und ja. Ich sag mal, ich komme für heute zum Schluss. Einen sanften Start ins Wochenende. Und lasst euch nicht ärgern. Sonntag geht's weiter. Mal gucken, was wir hier noch alles rausholen können an Schmutz. Türverkleidungen sehen auch aus wie Sau. Ne? Also insgesamt sieht das Auto aus wie Sau. Das kommt davon, wenn man 5 Jahre draußen rumsteht und nichts tut. Ne? Bis zum nächsten Mal.